Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Okami HD. In der letzten Episode haben wir ein paar Nebenquests erledigt. Wieso ist der Fernseher so laut? Hoffentlich hört ihr das nicht. Und, nun wollen wir den Fernseher etwas leiser stellen. Der ist doch auf 5, der ist eigentlich nicht so laut. Ja, wir haben den Tau-Soldaten ja seine Maske zurückgebracht und der wollte uns ja irgendwas über seinen über Waka erzählen. Und ich würde mal sagen, dieses Angebot schlagen wir nicht aus. Und in dem Rest der Episode werden wir auf Perlenjagd gehen. Oh ja, Leute. Das wird lustig. Also, Typi, was hast du uns zu erzählen? Nun, wie sehe ich aus? Oh, nicht schlecht, schätze ich. Solange du glücklich bist. Wirklich? Auf jeden Fall möchte ich dir das hier zum Dank geben. Verstreute Perle. Yay. Wenn du diese Perle in deiner Hand hältst und es dir mit deinem ganzen Herzen wünscht, dann werde ich aber an deine Seite eilen. Jederzeit und überall. Ja, genau. War nur ein Scherz. Und jetzt zu deiner echten Belohnung. Du weißt das Geheimnis über Hauptmann Waka, das ich dir erzählen wollte. Ich bin schon immer von Hauptmann Waka fasziniert gewesen. Deswegen habe ich viel über ihn recherchiert. Und du wirst nicht glauben, was ich herausgefunden habe. Finden wir es heraus. Okay, die Tau-Soldaten gibt es schon seit über 200 Jahren. Aber es gibt keine Erwähnung über einen Hauptmann vor Hauptmann Waka. Ganz schön seltsam, was? Ich kapiere es nicht. Mit anderen Worten, wenn du dir 200-jährige Geschichte der Tau-Soldaten ansiehst, dann ist der einzige Name eines Hauptmanns, der auftaucht, der von Hauptmann Waka. Es würde Hauptmann Waka über 200 Jahre alt machen. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. 200 Jahre ist nichts für jemanden wie mich, aber für einen Menschen? Jetzt wird's aber ganz komisch. Dann gibt es da doch dieses magische Projektionsgerät. Nur er weiß, wie man es benutzt. Er ist eine wirklich mysteriöse Persönlichkeit. Waka soll also... Entweder hieß jeder Hauptmann Waka oder Waka ist wirklich 200 Jahre alt. Nun gut. So, jetzt muss ich aber gucken, welche Perlen uns denn noch fehlen. Genau, wir müssen ja noch Geschichtsstunde führen. Tierliste. Wie steht's denn jetzt? Fast alle Katzen, alle Kühe, alle Hähnchen, Hühner. Ja, mir wurde ja gesagt, dass ich doch eine Maus im Windtempel in Dorf Kusa vergessen habe. Nachtigallen, einige werden wir noch später finden. Aber das sieht doch, glaube ich, relativ gut aus. Hoffentlich finde ich alle. Sonst werde ich mir halt eine Liste holen. Von wegen, oh, da könnten noch welche sein. So, Fußkrebs. Da müssen wir noch ganz viel machen. Degenfisch. Große, tiefe, sehr agil. Mondfisch. Kugelfisch. Dann haben wir noch den da will ich auch mal alles füllen. Speerfisch. Schatzliste. Libellen. Das war neu. Wie lange habe ich das nicht angeschaut? Tigerstatue. Ja, das sieht aber relativ gut aus, will ich meinen. Das habe ich schon alles mal gelesen. Ist immer noch neu? Stimmt. Aua. So, Perlen, das soll ich angucken. Okay, uns fehlt relativ... da weiß ich, wie ich das herbekomme. Da ebenso. Das ist klar, Gatterwald. Da bin ich mir nicht so sicher. Haben wir nichts Gott, wir haben keine einzige Perle in den Ruinen gefunden. Taka-Ebene, da haben wir auch noch recht viele. Dorf Kusa. Sasazu-Flucht, Windschrein, da weiß ich, wo wir sie bekommen. Die ist diese relativ hart. Zugbrücke. Die können wir jetzt holen gehen, stimmt. Dann Yoshima-Küste, bei denen weiß ich auch noch, wie wir sie bekommen. Sehr ein Bürgerviertel, bei denen bin ich, weiß ich auch noch, wie ich. Adelsviertel haben wir, die bekommen wir noch später. Da haben wir auch alle. Da weiß ich auch noch, wie wir an sie kommen. Da weiß ich auch noch, wie wir an sie kommen. Gut. Und da weiß ich auch noch, wie wir an sie kommen. Gut. Ich weiß bei den meisten, wie wir an sie kommen. Sehr gut. Ja, das ist wichtig. Denn wer vieles weiß, der weiß vieles. Aber der weiß auch, dass er eigentlich nichts hat. Ich würde aber noch gern für... Was für ein hässliches Herz, ja. Holy shit.
bla 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 bla. Ein Herz. Ich kann keine Herzen malen. Warte. Es sieht so aus, als würde es hier anfangen und dann so was machen und so. Hey, das sah doch ganz passabel aus. Hm? Okay, ich versuche ein Herz zu malen. Haben wir jetzt schon 5 Minuten verschwendet? Oh, uiuiui. Und dann will ich euch noch die eine Nebeltopftechnik zeigen. Und dann... Ich weiß nicht, ob ich direkt nach Kamiki will. Was mache ich da? Weil dort fängt es ja an. Mit den Perlen, die wir noch nicht geholt haben. Hey, Typi. Skippen. So. Okay. Was ich, wenn ich es... Was, wenn ich es einfach... Ganz... Es sah so gut aus. Guckt euch mal die eine perfekte Hälfte an und die andere Seite. Nee. Was könnte das bewirken? Uiuiui. Das Krüppelherz hat was bewirkt. Nee. Guckt euch mal die perfekte Hälfte an. Die sagt perfekt und die andere sagt Krüppel, Krüppel. Aber, ja, wenn er sagt etwas bewirken, dann heißt es, oh, toll. Ja, wir müssen fünf Stück zeichnen. Das ist, glaube ich, das zweite. Ich weiß, das letzte. Boah, das letzte hat mir immer den Rest gegeben. Das war immer die letzte Perle, die ich geholt habe. Ja, es gibt, man sagt, es gibt schwerere Perlen, aber ich bitte euch. Das hier ist die schwierigste Perle im ganzen Spiel, wenn ihr mich fragt. Wohin laufe ich? Ach, stimmt. Ich habe jetzt einen Lauf. So, na du? Sino-Hündchen, ist das nicht niedlich? Das ist mein neuestes Design, das Liebesmuster. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob Hunde überhaupt wissen, was Liebe ist. Ich bin doof. Du gehst dir doch schlecht, schreckliche Designs zum Zeichnen. Das ist schrecklich schwer. Bla bla, keine Mode, bla bla. Das Design, diesmal. Das ist einfach, das ist einfach. Komm, Leute, das machen wir. Oh, schön einfach, das letzte Design. Das ist aber schlimm. Ja, vor allem mit der Wiimote war das immer so. Das ist mein neues Design. Krüppelherz, das zeigt, dass niemand perfekt ist. Von außen mag er vielleicht schön aussehen, aber innen drin. Obwohl Krüppelherz ist böse. Ein schlecht gezeichnetes Herz. Hey, Typi. Na? Oh, bla 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 bla. Hilfe. So einfach ein V. Njum. Njum. Einfach ein V. Ja, ja, das ist es. Vision, Glanz. Bewirken, 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 bewirken. Yay! Oho. Boah, das... Hier, guck dich mal seine Augenbrauen an. Richtig schick. Uiuiui. Ich wollte noch nachgucken, wie man dieses Face nennt. Ich vergesse es immer wieder. Ihr werdet es noch vor der letzten Episode erfahren. Und wenn es mich... einiges kostet. Ich habe Ende... Im Endspann... Abspann, entspann. Abspann erinnere ich mich an mein Versprechen und dann bin ich like, oh, ich habe es vergessen. Und wieso wieder der Ol... Mario Luigi, Mann. Hey, Tübi. Sieh nur, Hündchen. Ist das nicht schön? Mein neuestes Design, das Transformationsmuster. Transformer sind toll. Frauen wollen oft Transformationen. In wirkliche Schönheiten. Naja, Männer nicht genauso wenig. Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich kenne mich mit Mode aus. Design, großer Hit. Was wird dies sein? Stimmt, das gab's ja auch noch. Das ist doch nicht das letzte Design, Leute. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass es Nacht wird, dann geht das Kind nämlich weg. Tag. Ich würde mal sagen, wir verbringen die Episode mit Zeichnen. In 20 Minuten kann man jetzt von den Perlen ja nicht so viel schaffen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich will euch ja zeigen, wie ihr das Spiel zu 100% beenden könnt, falls ihr es tun wollt. Was ich euch rate, weil das, was man für 100% bekommt, ist richtig, richtig cool. Hey Typ, helfen, ich dir, yay. Okay. So, ein Kreis. Ein anderer Kreis. Ein anderer Kreis. Noch ein Kreis. Das ist nicht das Design, oder? Ja, ja, das ist es. Vision, exquisit. Oh, ja. Hey, wieder so ein hässliches Muster und es hat was bewirkt. Ich glaube, das Spiel will sich entschuldigen, weil es meine Herzen nicht so herzig fand. Danke, Lady Fortuna. Oder
Lady Spiele Mechanik Fortuna mäßig. Ich weiß auch nicht. Ja, die ganze Sache, wegen der ich so gestresst war, die hat sich dann in einem Tag gelöst. Ja, ja, all der Stress, wenn ich so jetzt kurz letzte Lisa, dass es richtig knallhart ist. Sieh nur, Hähnchen, ist das nicht nett? Das ist mein neuestes Design, das Glücksmuster. Um selber glücklich zu sein, muss man erst andere glücklich machen. Naja, wie man es nimmt. Man muss selbst glücklich sein, um andere glücklich zu machen, das stimmt. Jo, ich mag vielleicht nicht aussehen, Mode, Hit, bla bla bla. Genau das meine ich. Strich, Strich. Nochmal, bitte. Mit Mode aus, ja, ja. Strich, Strich, runter. Blub, blub. Okay, okay, okay. Ich habe es in meinem Brain eingraviert. Genau das meine ich. Das ist erinnert. Ich hatte eigentlich ein anderes Strichmuster im Sinn. Ich glaube, mein Gehirn hat das einfach irgendwo hin weggelockt, um mir zu sagen, das musst du nie wieder tun. Außer du machst den letzten, sobald du einen Grabber hast. Oh ja. Okay, schnell, bevor das Muster verblichen ist. Okay. Gut. Wir haben hier Strich. 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 Bitte sag ja, bitte, bitte lass es das bewirken. Ja, ja, das ist es. Vision, Glanz und Glanz. Exquisite Textur, einfache Kraft und ein weiteres Signal. Nein! Okay, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an, so. Ja, warum nicht? Geh weg. So. Gut. Ansonsten machen wir das irgendwann später. Obwohl. Kann ich den Pinsel nicht auch irgendwie anders bewegen? Ah, nee, das, ich glaube, das muss gerade sein. Ach komm schon, bitte. Ich weiß, es ist nicht genau das. Bla 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 bla. Wieso ist das so einfach? Auf der Wii habe ich Stunden damit verbracht, wenn nicht Tage. Bewirken. Du zeigst große Fähigkeit bei dieser Sache, Freund. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ich sag's euch, Leute. Ich habe da. Wisst ihr, wie lange ich bei dieser letzten Perle gehangen bin? Unglaublich lang. Oh, meine Ahnen wären erschüttert. Ob dieser Schwierigkeit. Und hier habe ich es auf einmal geschafft. Danke, Analogstick. Seht ihr? Die Wii-Steuerung ist zwar cool, aber Analogsticks sind auch gut. Ich wundere mich, ob das jetzt auf der Wii U ein bisschen anders wäre. Da hat man ja noch den Motion Plus Controller und so. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Ist klar. Okay, du bist jetzt glücklich. Sieh nur, Hündchen. Das ist ganz schön gewagt. Oder was denkst du? Das ist mein neuestes Design. Der Buchstabe, der die Götter repräsentiert. Dieser Buchstabe kann dich vor unheimlichen Monstern beschützen. Aber meine Mama sagte, dass alle Götter schon seit Ewigkeiten gestorben sind. Vielleicht sind die Monster deswegen immer so böse. Oh, deine Mama ist ja richtig. Danke, dass du mir immer meine Bilder anschauen kommst, Hündchen. Magst du auch die Malerei? In diesem Fall gebe ich dir das hier als Zeichen unserer Freundschaft. Erhalten verstreute Perle. Bilder haben eine besondere Macht, findest du nicht? Ich möchte noch viel mehr Bilder malen, die die Menschen glücklich machen. Mach du das, mach du das. Ich glaube, das ist Glückszeichen. Oder das Zeichen von Kami. Muss ich nachgucken, dann kann ich es euch erzählen. So, gut, jetzt haben wir, glaube ich, alle Perlen in Bürgerfeld. Was, wer gibt mir... Ach ja, stimmt. Derp. Die kriege ich ja noch. Deshalb müssen wir nach Kamiki zurück. Unter anderem. Nein, das ist keiner von den extra krassen Ursprungsspiegeln. Ich brauche einen extra krassen Ursprungsspiegel, um euch etwas zu zeigen. Okay. Jetzt sind wir hier. Stimmt, ich sagte doch, dass wir zuerst etwas haben müssen, damit wir einfach an einige Sachen rankommen. Also, wir können ja jetzt über Wasser laufen, ne? Das heißt, uns stehen eigentlich neue Wege offen. Beziehungsweise, da wir über Wasser laufen können, wird es extrem viel einfacher sein, an einige Schätze und Perlen zu kommen. Und wird extrem viel einfacher, eigentlich. Man wird nicht Stunden dafür brauchen, sondern
Etwas weniger als Stunden. Minuten. Minuten töten gut. Ich meine, wenn wir jetzt runtergesprungen wären, ohne die Wassersteintafel, brauchen wir Kleeblätter und Wind und das ist alles unglaublich unpraktisch. Wir machen das lieber so. Also jetzt müssen wir erstmal zum versunkenen Schiff zurück. Aber waren wir hier drinnen? Hier drin ist nämlich... Ah, nein, da waren wir auch noch nicht so. Ja, ja. So, das wäre alles relativ. Ja, die Bombe, die kann schwimmen. Das ist kein Problem. Komm schon. Mach bumm, mach bumm. Reiß denn noch in die Wand? So, da ist nämlich ein kleiner Schatz drinne, der uns glücklich macht. Aber es ist keine verstreute Perle. Einfach nur eine Perle. Das ist Geld. Auch gut. So. Aber ich finde es schön, mal wieder auf Perlenjagd zu gehen. So, jetzt seht ihr. Überall so die Riffe. Hm? Genau, ich sagte ja eigentlich Schiff. So, jetzt denkt ihr euch, aber im Schiff haben wir doch alles. Ja, im Schiff schon, aber nicht auf dem Schiff. So, ich fand das damals relativ, relativ fies versteckt, weil wir denken schon dran, auf das Schiff zu gehen. Hm? Naja, wenn man ich ist, dann macht man das ja trotzdem. Aber halt, obwohl, wer würde nicht auf das Schiff gehen, sobald man die Wassersteintafel hat? So, dann ist nämlich noch eine verstreute Perle. Und, ist noch einige Schätze da. Ich frage mich jetzt aber nur, ob ich hier zufällig... Ah, nein, ich kann die Kamera nicht bewegen. Verdammt. Gibt's hier nicht noch irgendwo anders so einen Schatz? Unten haben wir alles durchlaufen. Ich weiß, es ist nur eine Perle auf dem Schiff, so viel steht fest, aber sonst... Okay, gut. Dann, ihr seht, hier sind überall so die Muscheln. Überall. Bei jedem dieser Riffe. Deshalb wollte ich zuerst warten, dass wir die Wassersteintafel haben, ne? Stell dir vor, wir würden das jetzt mit den Seerosenblättern machen. Nicht gut. So, die Musik wird ein bisschen leiser. Und ich glaube, wir werden das bis zum Ende der Episode und am Anfang der nächsten noch machen. Hat hier irgendwo ist auch noch eine Perle versteckt. Das ist ja eben das Fiese. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich weiß, wir müssen hier noch quasi so einen Raum mit einer Spinnenkönigin und 10 Gegnern machen. Ich glaube, das war relativ fies, wenn ich mich nicht erinnere. Aber wir haben Vergeltung. Damit wir am Ende ganz viel Money kriegen und nicht extra Schaden trinken müssen. Komm schon. Komm schon, Schätzchen. Schätzelein. Tintenstein. So. Ja, es ist auch praktisch für Kämpfe, in denen man viel Tinte verbrauchen will. Wir haben ja volle Tintenfässer. Oh, wir haben ja jetzt relativ viel Glück, oder? Wir könnten ja einige Dinge noch upgraden. Weil die Queste, die bringt extrem viel Glück. 100 Glück, glaube ich. Ja, 5×20. Es ergibt 100. Sagen wir mal, mit normalen Zahlen rechnet. So. Immer schön alles umlaufen. Also ihr seht, Ami ist eigentlich verflucht schnell, aber so langsam wie wir hier laufen, das ist dann... Das ist so ein Ding, ja. Ich hätte eigentlich gerne Tageslicht, da sieht man die Dinge besser. So. Weil nachts ist es schwieriger, die Truhen zu sehen. Und verbuddelt ist die... Es sollte hier eigentlich nichts sein. Es ist alles nur eine Muschel. So. Ja, ja, das ist relativ schwierig. So, aber bei den Perlen, da geht's ja noch. Aber bei den Tieren, die sind ja nirgendwo irgendwie verzeichnet oder so. Bei den Tieren wird das noch ein bisschen lustig. Ich glaube, ich werde das immer so offscreen machen und euch dann sagen, wo ich das gefunden habe. Weil, ich will ja nicht einfach die ganze Zeit rumlaufen und Tiere suchen. Und um zu sehen, oh, die haben wir ja schon gefüttert. Hoppla. Nö. Das wäre dann ein bisschen dumm. Aber das mit den Tieren machen wir dann wirklich ganz gegen Ende. Oh, die Schlangenstatue. 13 sieht unglaublich realistisch aus. Ich mag Schlangen.
Oh Mann, ich lieb den Sound hier. So, Leute, das war's aber für heute. Genau, in der nächsten Episode. Guckt mal, wie klein wir sind. Guckt mal, wie klein wir hier sind. So, in der nächsten Episode wollen wir noch den Rest der Ryoshima-Küste umlaufen. Naja, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao. Noch bellen?